Asboni mit Caroline Preißler, Viktoria Reit und Dr. Michael Stingel über Long-Covid. Die beiden Erstgenannten sind Covid-Patientinnen, die von Long-Covid betroffen waren oder sind. Herr Dr. Michael Stingel ist Neurologe und Spezialist bei der Behandlung von Long-Covid. Wir haben das erste Mal im November letzten Jahres gesprochen und dieses Mal ein Update gemacht. Aus meiner Sicht ist der Befund, den wir erhoben haben, einigermaßen deprimierend, nämlich dahingehend, dass man in Bezug auf Long-Covid nach wie vor so gut wie nichts weiß. Man weiß nichts über die Zahl der Betroffenen, man weiß nichts über die Schwere, man weiß nichts über die Faktoren, die zu einem schweren oder weniger schweren Long-Covid-Verlauf führen und so weiter. Was man aber weiß, ist, dass es eine signifikante Zahl an Betroffenen gibt und dass dieses Problem nicht weggehen wird, indem man einfach nichts tut oder es ignoriert. Wir haben aus diesem Grund auch viel über die rechtspolitischen und auch über die gesellschaftlichen Implikationen des Phänomens gesprochen und sind dabei vielleicht an einer Stelle zu einem ein bisschen optimistischeren Bild gekommen, nämlich dem, dass es inzwischen immerhin so ist, dass man das Phänomen gesellschaftlich erkannt und akzeptiert hat. Es wird jetzt wohl daran liegen, mit diesem Wissen und mit dieser Akzeptanz auch etwas zu tun.